Bei der Präsidentschaftswahl in Tadschikistan dürfte der langjährige Amtsinhaber Emomali Rahmon für weitere 7 Jahre im Amt bestätigt werden. Der autoritär herrschende Staatschef ist in der Zentralasiatischen Republik seit mehr als 3 Jahrzehnten an der Macht. Nach einer Verfassungsreform von 2016 kann er sich beliebig oft zur Wahl stellen. Neben Rahmon stehen noch 4 weitere Kandidaten zur Wahl. Sie gelten jedoch als chancenlos. Mit Ergebnissen wird am Montag gerechnet. Tadschikistan galt lange als ärmster der postsowjetischen Staaten. In den vergangenen 20 Jahren ist die Armutsquote jedoch zurückgegangen.